Deutschland, wie gesagt, mit 3, Italien mit 4, wo wir dann auch uns freuen dürfen an Anita Gulli, die mit 50 kommt, die als extrem fit gilt. Jetzt geht's aber los. Auftakt in diese Weltmeisterschaft. Damenslalom steht an und Frank Görtl stellt die Piste gleich vor. Der Damenslalom und auf geht's, Katharina Linsberger in Topform. Frank Görtl hat schon gesagt, die ist heute schwer zu schlagen. Schauen wir mal, wie sie es macht. Ja, relativ einfach. Ich meine, es ist auf der steilen Seite, der Alex Brenn hat gesetzt, das heißt, wir haben einen schnellen Lauf, der setzt immer runde, flüssige Läufe, das ist seinem Charakter geschuldet. Katharina sagte, es ist ein wunderschöner Tag und sie hat die Nummer 1. Also, was soll dem entgegensprechen? Und schauen Sie, die kriegt da schon richtig zum der is on fire, kommt aus dem Steilen in den ersten Flachabschnitt gut rein. Übergang ins nächste Steilere auch gut gefahren. Jetzt hier der erste kleine Fehler, sitzt hinten, korrigiert es, aber sie kämpft, sie fightet, sie probiert es und es schaut für mich sehr, sehr gut aus. Ihre Stärke in diesem Winter, sie hat sich wirklich kontinuierlich festgesetzt unter den Top 3 Slalomfahrerinnen und konnte in Ski natürlich unglaublich freigeben und mit einer Gold- und Bronzemedaille im Rücken kannst du auch so einen Lauf problemlos meistern. 48-48, auch noch eine schöne Zahl, also ich denke, die bleibt ein bisschen bestehen. Die wird bestehen bleiben, sagt also der Frank. Klar, die geht mit einem Selbstvertrauen, mit einem Spaß und mit einer Freude vor allem hier in diesen Kurs. Und das ist sicherlich auch noch das, was hier entscheidend ist, die Einstellung letztendlich hier auf diesem Kurs. Vorhin erwähnt, ähnlich wie Blackie, es sind Wandel drin. Das heißt, sie kann ein bisschen von hinten kommen, sie kann die Ski dann ab der Stange freigeben. Das wird sie besser machen als die Petra. Und deswegen hat sie diese Vorteile und kann diese Goldmedaille erringen, dass sie ein zum zweiten Mal das Edelmetall hat, das dann auch zu ihrem Brillenausrüster passt. Ja. So, damit also runter. Auf geht's, Katharina. Ich schon drin. Ja, die schaut wieder so locker, so spielerisch aus. Schau, wie cool die dran ist. Kein Problem, wenn man mal einen kleinen Fehler macht. Rutscher passiert auf dieser Schneeart. 36 Hundertstel, noch einmal 600 schneller als Prova. Die war da oben auch schneller wie die anderen. Lässt die Ski jetzt hier ein bisschen früher gehen. Jawohl, das macht sie geschmeidiger. 57 Hundertstel, jawohl, ganz locker. Jetzt ist er ein bisschen wieder vorsichtig, frei. Ja, jetzt war sie gerade kurz vorsichtig, da hat mir ihr gesagt, hier musst du aufpassen. Auch jetzt noch vorsichtig, jetzt muss ich wieder umstellen, jetzt muss ich wieder ein bisschen freier werden. Ich muss der Idee freier werden. Das war jetzt nicht ganz optimal, die letzten 10 Tore. Aber es ist ein 66 Hundertstel, jawohl, ja hin. Das muss erreichen, jawohl. Das muss reichen zur dritten Medaille für Katharina Linsberger. Nach Bronze und Gold ist es jetzt die zweite Goldmedaille. Kommen wir auf die Seite. Eine Sekunde Vorsprung holte sich daraus. Und es ist die fünfte Goldmedaille für Österreich bei dieser Weltmeisterschaft. Damit sind auch die wieder und bleiben vorne im Medaillenspiegel. Am Boden vor Glück. Und wie hat sie so schön gesagt im Interview von vor 2 Tagen, wenn ich die jetzt auch noch gewinne, da gibt es so eine schöne Jacke. Die ist ganz Gold. Die will ich mir dann kaufen als Belohnung. Kauf dir die goldene Jacke, weil mit 2-mal Gold hast du das mehr als verdient. Respekt, Katharina Linsberger. Ich sehe dich gern mit der goldenen Jacke. Ja, da muss ich jetzt an Franz Klammer anrufen, weil bei Olympia 76, die waren im goldenen Outfit damals. Vielleicht hat er die noch. Er wird sicher nichts dagegen haben, dass er die jetzt abgibt. Ist das der Hammer? Vincent Griechmeier holt 2-mal Gold, Katharina Linsberger holt 2-mal Gold. Und dazu einmal Bronze. Marco Schwarz und mit einmal Bronze. Und noch Bronze dazu. Ja, ja. Also unglaublich, was der österreichische Skiverband hier abrockt. Ja, vor allen Dingen parallel nachher zum morgigen Herrenslalom, denn der Blecki ist in derselben Klasse Verfassung, ist dann, ja, hat seine Goldmedaille in der Kombi rausgefahren. Hat die Bronzemedaille im Riesenslalom, die war überraschend, aber das hat gezeigt, wie stark er sich fühlt. Und morgen geht der Sieg für mich ganz klar über Marco Schwarz, obwohl wir 15 Leute haben, die dort gewinnen können. Aber ich sehe da den Blick so ganz leicht vorne. Das Präsidium freut sich. Ja. Weißt du, was der Peter jetzt sagt zu Tina Riegel? Tu mal die Arme runter, ich bin blockiert. Ja, vom Jubel. Sie ist dagegen komplett befreit. Diese Geschichte, auch die kann man nachlesen. Die wollen wir jetzt nicht nochmal bemühen, was sie über die letzten 1-2 Jahre alles mitgemacht hat. Mit Sponsor, mit Sperrung und allem Pipapo.
damals, wenn man gewusst hätte, dass sie die Überfliegerin, die erfolgreichste Athletin dieser Weltmeisterschaft wird, ja, da hätte man da im Ganzen sicherlich ganz schnell ein Ende bereitet. So kommen wir zu diesem tollen, tollen Podest. Michaela Schifrin ist weiter dabei, Peter Wohlowa ist weiter dabei, aber Katharina Linsberger ist und bleibt die erfolgreichste Athletin bei diesen Weltmeisterschaften. Ich sage Chapeau vor diesen drei, möchte aber Betty Holdener auf vier und vor allem Andrea Slokka nicht unterschlagen, die auf fünf gefahren ist bei einer Weltmeisterschaft und für die Riesenüberraschung gesorgt hat. So. Ja, schön, dass du erwähnt hast, die Schwierigkeiten, die Linsberger letztes Jahr hatte. Wollte er mit Kesselski fahren und der Präsident hat sie verboten. Er hat gesagt, wenn du nicht zurückgehst auf deine Rossignol-Ski, dann schmeißen wir dich aus. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der alte Präsident, der Fuchs, hat wieder mal recht gehabt. Ja, die Ski war auf jeden Fall schnell. Und jetzt hören wir sie. Die Weltmeisterin im Slalom. In first place, representing Austria.